Reggie! Mein Herr, was wollen Sie von mir? Mich auf meinen Beruf vorbereiten. Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich weiß mir vor Arbeit nicht zu helfen. Sehen Sie. Erst habe ich 365 Mal hintereinander auf diesen Stein hier zu spucken. Haben Sie das schon probiert? Tun Sie es, mein Bester. Es gewährt eine ganz eigene Unterhaltung. Sehen Sie diese Handvoll Sand? Ich werfe sie in die Höhe. Und jetzt wollen wir wetten? Wie viele Körnchen habe ich jetzt auf meinem Handrücken, gerade oder ungerade? Wie? Sie wollen nicht wetten? Sind Sie ein Heide? Glauben Sie an Gott? Ich wette gewöhnlich mit mir selbst und kann es tagelang so treiben. Wenn Sie einen Menschen aufzutreiben wüssten, der manchmal Lust verspürte, mit mir zu wetten, so würden Sie mich sehr verbinden. Und dann habe ich nachzudenken, wie es wohl angehen mag, dass ich mir auf den Kopf sehe. Oh, wer sich einmal auf den Kopf sehen könnte. Das wäre eines von meinen Idealen. Mir wäre geholfen. Und dann unendlich viel derart. Bin ich ein Müßiggänger? Habe ich jetzt keine Beschäftigung? Ja, es ist traurig. Sehr traurig, Euer Hoheit. Dass die Wolken schon seit Wochen von Westen nach Osten ziehen, das macht mich ganz melancholisch. Eine sehr gegründete Melancholie. Mensch, warum widersprechen Sie mir nicht? Sie haben dringende Geschäfte, nicht wahr? Es ist mir leid, Sie so lange aufgehalten zu haben. Mein Herr, ich gratuliere Ihnen zu der schönen Parenthese, die Ihre Beine machen, wenn Sie sich verneigen. Die Bienen sitzen so träge an den Blumen und der Sonnenschein liegt so faul auf dem Boden. Es grassiert ein entsetzlicher Müßiggang. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Was die Leute nicht alles aus Langeweile treiben. Sie studieren. Aus Langeweile. Sie beten. Aus Langeweile. Sie verlieben, verheiraten, vermehren sich aus Langeweile. Und sie sterben endlich. Aus Langeweile. Und alles, und das ist der Humor davon, mit den wichtigsten Gesichtern, ohne zu wissen warum. Und meinen Gott weiß ich was dazu. Alle diese Helden, diese Genies, diese Dummköpfe, diese Heiligen, diese Sünder, diese Familienväter sind im Grunde genommen nichts anderes als raffinierte Müßiggänger. Warum muss ich das gerade wissen? Warum kann ich mir nicht wichtig werden und der armen Puppe einen Frack anziehen und einen Regenschirm in die Seite geben, dass sie sehr rechtlich und sehr nützlich und sehr moralisch würde? Warum muss ich das gerade wissen? Ich bin ein elender Spaßmacher, aber warum kann ich meinen Spaß nicht auch mit einem ernsten Gesicht machen? Der Mann, der da eben von mir ging, ich beneidete ihn. Ich hätte ihn vor Neid prügeln mögen. Oh, wer doch einmal jemand anders sein könnte,
Nur eine Minute lang. Wie der Mensch läuft. Wenn ich nur etwas unter der Sonne wüsste, was mich noch könnte laufen machen. Richtig? Haben Sie mich begriffen? Vollkommen. Nun, so wollen wir von etwas anderem reden. Ich werde mich indessen in das Gras legen und meine Nase oben zwischen den Halmen herausblühen lassen und romantische Empfindungen beziehen. Wenn die Bienen und Schmetterlinge sich darauf wiegen, wie auf einer Rose. Aber Bester, schnaufen Sie nicht zu stark. Oder die Bienen und Schmetterlinge müssen verhungern über den ungeheuren Prisen, die sie aus den Blumen ziehen. Ach Herr, was ich ein Gefühl für die Natur habe. Das Gras steht so schön, dass man ein Ochs sein möchte, um es fressen zu können. Und dann wieder ein Mensch, um den Ochsen zu essen, der solches Gras geht fressen. Unglücklicher. Sie scheinen auch an Idealen zu laborieren. Oh Gott, ich laufe schon seit 8 Tagen einem Ideal von Rindfleisch nach, ohne es irgendwo in der Realität anzutreffen. Seht diese Ameisen. Liebe Kinder, es ist bewundernswürdig, welcher Instinkt in diesen kleinen Geschöpfen. Ordnung. Fleiß. Herr, es gibt nur 3 Arten, sein Geld auf menschliche Weise zu verdienen. Es finden, in der Lotterie gewinnen, erben oder in Gottes Namen stehlen, wenn man die Geschicklichkeit hat, keine Gewissensbisse zu bekommen. Du bist mit diesen Prinzipien ziemlich alt geworden, ohne vor Hunger oder am Galgen zu sterben. Ja, Herr, und das behaupte ich. Wer sein Geld auf eine andere Art erwirbt, ist ein Schuft. Denn wer arbeitet, ist ein subtiler Selbstmörder. Und ein Selbstmörder ist ein Verbrecher. Und ein Verbrecher ist ein Schuft. Also wer arbeitet, ist ein Schuft. Ja. Aber dennoch sind die Ameisen ein sehr nützliches Ungeziefer. Und doch sind sie wieder nicht so nützlich, als wenn sie gar keinen Schaden täten. Es ist ein Jammer. Man kann keinen Kirchturm herunterspringen, ohne den Hals zu brechen. Man kann keine 4 Pfund Kirschen mit den Steinen essen, ohne Leibweh zu kriegen. Seht ihr, ich könnte mich in eine Ecke setzen und singen. Vom Abend bis zum Morgen, hey, da sitzt der Fleig an der Wand, der Fleig an der Wand, der Fleig an der Wand. Und sofort bis zum Ende meines Lebens.
Hei, da sitzt der Fleck an der Wand, Fleck an der Wand, Fleck an der Wand. Hei, da sitzt der Fleck an der Wand, Fleck an der Wand, Fleck an der Wand. Hei, da sitzt der Fleck an der Wand, Fleck an der Wand, Fleck an der Wand. Hei, da sitzt der Fleck an der Wand, Fleck an der Wand, Fleck an der Wand. Hei, da sitzt der Fleck an der Wand, Fleck an der Wand, Fleck an der Wand. Hei, da sitzt der Fleck an der Wand, Fleck an der Wand, Fleck an der Wand. Hei, da sitzt der Fleck an der Wand, Fleck an der Wand, Fleck an der Wand. Hei, da sitzt der Fleck an der Wand, Fleck an der Wand, Fleck an der Wand. Hei, da sitzt der Fleck an der Wand, Fleck an der Wand, Fleck an der Wand. Hei, da sitzt der Fleck an der Wand, Fleck an der Wand, Fleck an der Wand. Hei, da sitzt der Fleck an der Wand, Fleck an der Wand, Fleck an der Wand. Hei, da sitzt der Fleck an der Wand, Fleck an der Wand, Fleck an der Wand. Hei, da sitzt der Fleck an der Wand, Fleck an der Wand, Fleck an der Wand. Halt's Maul. Halt's Maul mit deinem Lied. Man könnte darüber ein Narr werden. So wäre man doch etwas. Ein Narr. Ein Narr. Wer will mir seine Narrheit gegen meine Vernunft verhandeln? Aha! Ich bin Alexander der Große. Wie mir die Sonne eine goldene Krone in die Haare scheint. Wie meine Uniform blitzt. Ah, Generalismus, Häuptpferd, lassen Sie die Truppen anrücken. Ah, Finanzminister Kreuzspinne, ich brauche Geld. Liebe Hofdame Libelle, was macht meine teure Gemahlin Bodenstange? Ach, bester Herr Leibmedikus Kanderide, ich bin um einen Erbprinzen verlegen. Und zu diesen köstlichen Fantasien bekommt man gute Suppe, gutes Fleisch, gutes Brot, ein gutes Bett und das Haar umsonst geschoren. Im Narrenhaus nämlich. Während ich mit meiner gesunden Vernunft mich höchstens noch zur Beförderung der Reife auf einen Kirschbaum verdingen könnte, um... Nun? Um die Kirschen durch die Löcher in deinen Hosen schamrot zu machen. Aber Edelster, dein Handwerk, deine Profession, dein Gewerbe, dein Stand? Deine Kunst? Herr, ich habe die große Beschäftigung, müßig zu gehen. Ich habe eine ungemeine Fertigkeit im Nichtstun. Ich besitze eine ungeheure Ausdauer in der Faulheit. Keine Schwiele schändet meine Hände. Der Boden hat noch keinen Tropfen vor meiner Stirne getrunken. Ich bin noch Jungfrau. In der Arbeit. Und wenn es mir der Mühe nicht zu viel wäre, so würde ich mir die Mühe nehmen, Ihnen diese Verdienste weitläufig auseinanderzusetzen. Bist du einer von den Göttlichen? Welche mühelos mit reiner Stirn durch den Staub und Schweiß über die Heerstraßen des Lebens wandeln, um mit glänzenden Sohlen und blühenden Leibern gleichseligen Göttern in den Olymp treten? Komm.
Hi. Da sitzt ein Fleck. Fleck an der Wand. Da sitzt der Fleck an der Wand. Fleck. Ah, da sitzt der Fleck an der Wand. Hi. Muss denken. Und ich muss für meine Untertanen denken. Denken, denken, denken. Denn sie denken nicht. Sie denken nicht. Die Substanz ist das Absicht. Das bin ich. Begriffen. An sich ist an sich. Versteht ihr? Jetzt kommen meine Affektionen, Modifikationen, Attribute, Akzidenzien. Wo ist mein Hemd? Meine Hose! Die Substanz. Substanz ist das. Halt! Pfui! Der freie Wille steht da vorn ganz offen. Die Moral, wo sind die Manschetten? Die Kategorien sind in der schändlichsten Verwirrung. Es sind zwei Knöpfe zu viel zugeknöpft. Die Dose steckt in der rechten Tasche. Mein ganzes System ist ruiniert. Was bedeutet der Knopf im Schnupftuch? Kerl, was bedeutet der Knopf? An was wollte ich mich erinnern? Als Eure Majestät diesen Knopf in Ihr Schnupftuch zu knüpfen geruhten, so wollten Sie... So was wollten Sie sich an etwas... Erinnern.
eine verwickelte Antwort. Hey, nun, was meint er? Eure Majestät wollten sich an etwas erinnern, als sie diesen Knopf in ihr Schnupftuch zu knüpfen geruhten. Was? Was? Die Menschen machen mich konfus. Ich bin in der größten Verwirrung. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Eure Majestät, der Staatsrat ist versammelt. Ja, das ist's, das ist's. Ich wollte mich an mein Volk erinnern. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie! Kommen Sie, meine Sehr heiß, nehmen Sie doch Ihre Schnupftücher und wischen Sie sich das Gesicht. Ich bin immer so in Verlegenheit, wenn ich öffentlich sprechen soll. Hm? Meine Lieben und Getreuen, ich wollte euch hier mit Kund und zum Essen tun. Kommt und so wissen, tun. Oder er nie. Entweder oder. Ihr versteht mich doch. Ein drittes gibt es nicht. Der Mensch muss denken. Wenn ich so laut rede, so weiß ich nicht, wer es eigentlich ist. Ich oder ein anderer? Das ängstigt mich. Ich bin ich? Was halten Sie davon, Präsident? Eure Majestät, vielleicht ist es so. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Also von was war eigentlich die Rede? Von was wollte ich sprechen? Präsident! Was haben Sie denn so kurzes Gedächtnis? Bei einer so feierlichen Gelegenheit! Die Sitzung ist aufgehoben!
Weg mit dem Tag! Ich will Nacht. Tiefe, ambrosische Nacht. Stellt die Lampen und der Kristallglocken zwischen die Oleander, dass sie wie Mädchenaugen unter den Wimpern der Blätter hervorträumen. Rückt die Rosen her, dass der Wein wie Tautropfen über die Kälte sprudelt. Wo ist die Musik? Wo sind die Violinen? Wo ist die Rosetta? Rosetta? Leo? Rosetta? Die Lippen sind träg vom Küssen? Vom Gähnen. Oh. Ach, Rosetta. Ich habe die entsetzliche Arbeit, nichts zu tun. Als zu lieben. Freilich, Arbeit. Bloß. Oder Beschäftigung. Oder müßig. Du hast recht. Wie immer. Du bist ein kluges Mädchen und ich halte viel auf deinen Scharfsinn. So liebst du mich aus Langeweile? Nein, ich habe Langeweile, weil ich dich liebe. Aber ich liebe meine Langeweile. Wie dich. Ihr seid eins. O dolce far niente. Ich träume über deinen Augen wie an wunderheimlichen tiefen Quellen. Das Kosen deiner Lippen schläfert mich ein wie Wellenrauschen. Komm, liebe Langeweile. Komm, deine Küsse sind ein wollüstiges Gähnen und deine Schritte ein zierlicher Hiatus. Liebst mich, Leon? Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Und immer? Immer, das ist ein langes Wort. Wenn ich dich nun 5000 Jahre und 7 Monate liebe, ist's dann genug. Das ist zwar viel weniger als immer, aber es ist eine erkleckliche Zeit. Und wir könnten uns Zeit nehmen, uns zu lieben. Oder die Zeit kann uns das Lieben nehmen. Oder das Lieben uns die Zeit. Tanze, Rosetta. Tanze. Tanze, Rosetta. Tanze. Dass die Zeit mit dem Takt deiner lieblichen Füße geht. Meine Füße gingen lieber aus der Zeit. Tanzen in bunten Schuhen und möchtet lieber tief im Boden ruhen. Ich bin ein Römer. Nach dem köstlichen Mahle spielen die Goldfische in ihren Todesfarben. Wie ihr das Rot von den Wangen stirbt. Oh, meine heißen Wangen, ihr müsst glühen,
in wildem Kosen und möchtet Liebe blühen. Zwei weiße Rosen. Wie still das Auge auslöscht, wie leis das Wogen ihrer Glieder steigt und fällt. Oh, meine armen Augen, ihr müsst blitzen im Strahl der Kerzen und schläft im Dunkel Liebe aus von euren Schmerzen. Adio, meine Liebe. Ich will deine Leiche lieben. Tränen, Rosetta? Das ist ein feiner Epikureismus, jetzt weinen zu können. Leg dich in die Sonne, damit die köstlichen Tropfen kristallisieren. Es muss prächtige Diamanten geben. Du kannst dir ein Halsband daraus machen lassen. Kopf, ich habe unsere Liebe darin beigesetzt. Sieh zu den Fenstern meiner Augen hinein. Siehst du, wie schön tot das arme Ding ist? Siehst du die zwei weißen Rosen auf seinen Wangen und die zwei roten auf seiner Brust? Stoß mich nicht, dass ihm kein Ärmchen abbricht. Das wäre schade. Ich muss meinen Kopf gerade auf den Schultern tragen, wie die Totenfrau einen Kindersarg. Du Narr! Ach, Rosetta. Gott sei Dank. Deus. Deus. Sieh mich an. Um keinen Preis. Du, nur einen Blick. Keinen. Was meinst du? Um ein klein wenig und meine liebe Liebe käme wieder in die Welt. Ich bin froh, dass ich sie begraben habe. Ich behalte den Eindruck. Ein sonderbares Ding um die Liebe. Man liegt ein Jahr schlafwachend zu Bett und an einem schönen Morgen wacht man auf, trinkt ein Glas Wasser, zieht sich seine Kleider an, fährt sich mit der Hand über die Stirn und besinnt sich. Und besinnt sich. Mein Gott, wie viel Weiber hat man nötig, um die Skala der Liebe auf und ab zu singen. Kaum, dass eine einen Ton ausfüllt. Warum ist der Dunstkreis über unserer Erde ein Prisma, das den weißen Blutstrahl der Liebe in einen Regenbogen bricht? In welcher Bouteille stecken der Wein, an der ich mich heute betrinken soll? Bringe ich es denn nicht einmal mehr so weit? Ich sitze wie unter einer Luftpumpe. Die Luft ist so kalt und dünn, dass mich friert, als sollte ich in Nankinghosen Schlittschuh laufen. Meine Herren! Meine Herren! Wissen Sie auch,
was Caligula und Nero waren. Ich weiß es. Ich weiß es. Komm, Leonce, halte mir einen Monolog. Ich will zuhören. Komm. Mein Leben gähnt mich an wie ein großer weißer Bogen Papier, den ich vollschreiben soll, aber ich bringe keinen Buchstaben heraus. Mein Kopf ist ein leerer Tanzsaal. Einige verwelkte Rosen und zerknitterte Bänder auf dem Boden, geborstene Violinen in den Ecken. Die letzten Tänzer haben ihre Masken abgenommen und sehen mit todmüden Augen einander an. Ich stülpe mich jeden Tag 24 Mal herum wie ein Handschuh. Oh Gott, ich kenne mich. Ich weiß, was ich in einer Viertelstunde, in 8 Tagen, in einem Jahr denken und träumen werde. Mein Gott, was habe ich denn verbrochen, dass du mich wie einen Schulbuben meine Lektion so oft hersagen lässt? Bravo, Leonce. Bravo. Bravo, Leonce. Bravo, Leonce. Oh. Das tut mir ganz gut, wenn ich mir so zurufe. Hey, Leonce? Hey, Leonce? 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 Leonce, Leonce, Leonce. Leonce. Richtig? Begriffen? Vollkommen. Dann wollen wir von etwas anderem reden. Das Gras steht so schön, dass man ein Ochs sein möchte, um es fressen zu können. Und dann wieder ein Mensch, um den Ochsen zu essen, der solches Gras gefressen hat. Ah, ich bin Alexander der Große! Wie mir die Sonne eine goldene Krone in die Haare scheint. Herr Generalissimus Heufert, lassen Sie die Truppen anrücken. Bester Leib, Medicus Cantaride, ich bin... Ich könnte mich in eine Ecke setzen und singen von abends bis zum Morgen. Ei, da sitzt der Fleig an der Wand, der Fleig an der Wand, der Fleig an der Wand. Und so fort. Bis ans Ende meines Lebens. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand, Fleig an der Wand. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand, Fleig an der Wand. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand, Fleig an der Wand. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand, Fleig an der Wand. Halt's mal mit deinem Lied. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand. Man könnte darüber ein Narr werden. Fleig an der Wand. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand. Fleig an der Wand! Eure Hoheit! Fleig an der Wand! Scheint mir wirklich auf dem besten Weg! Da Fleig an der Wand! Ein wahrhaftiger Narr zu werden! Fleig an der Wand! Hei, da sitzt der Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Hei, da sitzt der Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Da sitzt der Fleig an der Wand! 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 Hei, da sitzt! Ein Fleig an der Wand!
Majorat, verzeihen. Wie mir selbst. Wie mir selbst. Ich verzeihe mir meine Gutmütigkeit, Sie anzuhören, meine Herren. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Was die Leute für Gesichter machen, wenn sie das Wort Platz hören. Setzen Sie sich ruhig auf den Boden, genieren Sie sich nicht. Es ist doch der letzte Platz, den Sie einst erhalten, aber er trägt niemandem etwas ein. Außer dem Totengräber. Platz! Wir ruhen eure Hoheit. Schnipsen Sie nicht so mit den Fingern, wenn Sie mich nicht zum Mörder machen wollen. Wollen gnädigst in Betracht. Ja, aber so stecken Sie doch die Hände in die Hosen oder setzen sich drauf. Der Mann ist ja ganz aus der Fassung. Sammeln Sie sich. Man darf Kinder während des Pissens nicht unterbrechen. Sie bekommen sonst eine Verhaltung. Mann, fassen Sie sich. Bedenken Sie doch Ihre Familie und den Staat. Sie riskieren einen Schlagfluss, wenn Ihnen Ihre Rede zurückfällt. Erlauben, eure Hoheit. Was? Sie können schon lesen. Nun? Dass man der zu erwartenden Ankunft von eurer Hoheit verlobter Braut, der durchlauchtigsten Prinzessin Lena von Pippi, auf morgen sich zu gewärtigen habe, davon lässt ihre königliche Majestät eure Hoheit benachrichtigen. Wenn meine Braut mich erwartet, so will ich ihr den Willen tun, sie auf mich warten lassen. Ich habe sie gestern Nacht im Traum gesehen. Sie hat ein paar Augen so groß, dass die Tanzschuhe meiner Rosetta zu Augenbrauen darüber gepasst hätten. Und auf den Wangen hat sie keine Grübchen, sondern ein paar Abzugsgräben für das Lachen. Ich glaube an Träume. Träumen Sie zuweilen auch, Herr Präsident? Haben Sie auch Ahnungen? Versteht sich. Immer die Nacht vor dem Tag, an dem ein Braten verbrennt, ein Kapaun krepiert oder Ihre königliche Majestät Leibweh bekommt. Haben Sie nicht noch etwas auf der Zunge? Geben Sie ruhig alles von sich. An dem Tage der Vermählung ist ein höchster Willen gesonnen. Seine allerhöchsten Willensäußerungen in die Hände eurer Hoheit niederzulegen. Sagen Sie einem höchsten Willen, dass ich alles das tun werde, ausgenommen, was ich werde bleiben lassen, was nicht einmal so viel sein wird, als wenn es noch einmal so viel wäre. Meine Herren, entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht begleiten kann, aber ich habe gerade die Passion zu sitzen. Aber meine Gnade ist so groß, dass ich sie mit meinen Beinen kaum ausmessen kann. Herr Präsident, wollen Sie bitte das Maß nehmen, damit Sie mich später daran erinnern? Valerio gibt den Herrn das Geleite. Das Geläute? Soll ich dem Herrn Präsident eine Schelle anhängen? Soll ich sie führen, als ob sie auf allen Vieren ging? Mein Gott, du bist nichts als ein schlechtes Wortspiel. Du hast weder Vater noch Mutter, sondern die fünf Vokale an dich miteinander erzeugt. Und Sie, Prinz, in ein Buch ohne Buchstaben, mit nichts als Gedankenstrichen. Kommt jetzt, meine Herren. Es ist eine traurige Sache, um das Wort kommen. Will man ein Einkommen, so muss man stehlen. An ein Aufkommen ist nicht zu denken, als wenn man sich hängen lässt. Ein Unterkommen findet man erst, wenn man begraben wird. Und ein Auskommen hat man jeden Augenblick mit seinem Witz, wenn man nichts mehr zu sagen weiß. Wie ich zum Beispiel eben. Und Sie, ehe Sie noch etwas gesagt haben.
gemein ich mich zum Ritter an den armen Teufeln gemacht habe. Es steckt nun aber doch einmal ein gewisser Genuss in einer gewissen Gemeinheit. Heiraten, das heißt einen Ziehbrunnen leer trinken. Oh, Shandy. Alter Shandy, wer mir deine Uhr schenkte. Valerio, hast du's gehört? Nun, sie sollen König werden. Das ist eine lustige Sache. Man kann den ganzen Tag spazieren fahren. Und den Leuten die Hüte verderben, durchs viele abziehen. Man kann aus ordentlichen Menschen ordentliche Soldaten ausschneiden, so dass alles ganz natürlich wird. Man kann schwarze Fricke und weiße Halsbinden zu Staatsdienern machen. Und wenn man stirbt, so laufen alle blanken Knöpfe blau an und die Glockenstricke reißen wie Zwirnsfäden von vielen Leuten. Ist das nicht unterhaltend? Valerio, Valerio, wir müssen was anderes treiben. Rate. Ach, die Wissenschaft, die Wissenschaft. Wir wollen Gelehrte werden. A priori oder a posteriori? A priori, das muss man bei meinem Herrn Vater lernen und a posteriori fängt alles an, wie ein altes Märchen, es war einmal. So wollen wir Helden werden. Tram, 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 plaraplam. Aber der Heroismus fuselt abscheulich und bekommt das Lazarettfieber und kann ohne Leutnants und Rekruten nicht auskommen. Pack dich mit deiner Alexander- und Napoleons-Roman. So wollen wir Genies werden. Die Nachtigall der Poesie schlägt den ganzen Tag über unserem Haupt, aber das Feinste geht zum Teufel, bis wir die Federn ausreißen und sie in Tinte oder Farbe tauchen. So wollen wir nützliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft werden. Na, lieber will ich meine Demission als Mensch geben. So wollen wir zum Teufel gehen. Aber der Teufel ist doch nur des Kontrastes wegen da, damit wir endlich begreifen sollen, dass am Himmel doch eigentlich etwas sei. Valerio? Fühlst du nicht das Wehen aus Süden? Fühlst du nicht, wie der tiefblaue, glühende Äther auf und ab wogt? Wie das Licht blitzt von dem goldenen, sonnigen Boden, von der heiligen Salzflut, von den Marmorsäulen und Leibern? Der große Pan schläft und die ehernen Gestalten träumen im Schatten über den tief rauschenden Wellen vom alten Zauberer Virgil und von Tarantella und Tamburin und von tiefen, tollen Nächten voll Masken, Fackeln und Gitarren. Ein Lazzaroni, Valerio. Ein Lazzaroni. Wir gehen nach Italien. Ja, jetzt. Da ist es. Ich dachte die Zeit an nichts. Es ging so hin. Und auf einmal richtet sich der Tag vor mir auf. Ich habe den Kranz im Haar. Und die Glocken. Die Glocken. Sieh, ich wollte, der Rasen wüchse so über mich. Und die Bienen summten über mir hin. Jetzt bin ich eingekleidet und habe Rosmarin im Haar. Gibt es nicht ein altes Lied? Auf dem Kirchhof will ich liegen, wie ein Kindlein in der Wiege. Oh. Armes Kind! Wie sie bleich sind unter ihren blitzenden Steinen. Oh Gott, ich könnte lieben. Warum nicht? Man geht ja so einsam und tastet nach einer Hand, die einen hielte.
bis die Leichenfrau die Hände auseinandernehme und sie jedem über der Brust faltete. Aber warum schlägt man einen Nagel durch zwei Hände, die sich nicht suchten? Was hat meine arme Hand getan? Dieser Ring sticht mich wie eine Natter. Aber er soll ja ein wahrer Don Carlos sein. Aber ein Mann, nun, den man nicht liebt. Pfui! Siehst du, ich schäme mich. Morgen ist aller Duft und Glanz von mir gestreift. Bin ich denn wie die arme, hilflose Quelle, die jedes Bild, das sich über sie bückt, in ihrem stillen Grund abspiegeln muss? Die Blumen öffnen und schließen, wie sie wollen, ihre Kelche der Morgensonne und dem Abendwind. Ist denn die Tochter eines Königs weniger als eine Blume? Lieber Engel, du bist doch ein wahres Opferlamm. Jawohl! Und der Priester hebt schon das Messer. Oh. Mein Gott. Oh. Mein Gott. Ist es denn wahr, dass wir uns selbst erlösen müssen mit unseren Schmerzen? Ist es denn wahr, die Welt sei ein gekreuzigter Heiland? Die Sonne seine Dornenkrone? Und die Sterne die Nägel und Speere in seinen Füßen und Lenden? Oh, mein Kind. Mein Kind. Ich kann dich so nicht sehen. Es kann so nicht gehen. Es tötet dich. Aber vielleicht, wer weiß, ich habe da so etwas in meinem Kopf. Wir wollen sehen. Komm! Auf Ehre, Prinz. Die Welt ist doch ein ungeheuer weitläufiges Gebäude. Nicht doch. Nicht doch. Ich wage kaum, die Hände auszustrecken. Wie in einem engen Spiegelzimmer. Aus Furcht, überall anzustoßen, dass die schönen Figuren in Scherben auf dem Boden liegen und ich vor der nackten, kahlen Wand stünde. Ich bin verloren. Da wird niemand deinen Verlust dabei haben. Als wer dich findet. Ich werde mich nächstens in den Schatten meines Schattens stellen. Hm? Du verflüchtigst dich ganz an der Sonne. Siehst du die schöne Wolke da oben? Sie ist wenigstens ein Viertel von dir. Sie sieht ganz wohlbehaglich auf deine gröberen materiellen Stoffe herab. Die Wolke könnte ihrem Kopf nicht schaden, wenn man sie ihnen Tropfen für Tropfen darauf fallen ließe.
köstlicher Einfall. Wir sind schon durch ein Dutzend Fürstentümer, durch ein halbes Dutzend Großherzogtümer und durch ein paar Königreiche gelaufen. Und das in der größten Übereilung in einem halben Tag. Und warum? Weil man König werden und eine schöne Prinzessin heiraten soll. Und Sie leben noch in einer solchen Lage? Ich begreife Ihre Resignation nicht. Ich begreife nicht, dass Sie nicht Arsenik genommen, sich auf das Geländer des Kirchturms gestellt und sich eine Kugel durch den Kopf gejagt haben, um es ja nicht zu verfehlen. Aber Valerio, die Ideale. Ich habe das Ideal eines Frauenzimmers in mir und muss es suchen. Sie ist unendlich schön und unendlich geistlos. Die Schönheit ist da so hilflos, so rührend wie ein neugeborenes Kind. Es ist ein köstlicher Kontrast. Diese himmlisch stupiden Augen, dieser göttlich einfältige Mund, dieses scharfnasige griechische Profil und dieser geistige Tod in diesem geistlosen Leib. Teufel, da sind wir schon wieder auf der Grenze. Halt! Das sind zwei. Sieh einmal, ob keiner davonläuft. Ich glaube, es läuft keiner. So müssen wir sie beide inquirieren. Meine Herren, wir suchen jemand. Ein Subjekt. Ein Individuum. Eine Person. Einen Delinquenten. Einen Inquisiten. Einen Kerl. Sieh einmal, wird keiner rot. Ich glaube, es ist keiner rot geworden. Also müssen wir es anders probieren. Wo ist der Steckbrief? Das Signalement, das Zertifikat! Visiere die Subjekte, ich will lesen. Ein Mensch? Passt nicht. Es sind zwei. Dummkopf. Geht auf zwei Füßen, hat zwei Arme, ferner einen Mund, eine Nase, zwei Ohren, zwei Augen. Besondere Kennzeichen, ein höchst gefährliches. Individuum. Das passt auf beide. Soll ich sie beide arretieren? Zwei. Das ist gefährlich. Wir sind auch nur zwei. Aber ich werde einen Rapport machen. Das ist ein Fall von sehr kriminalischer Verwicklung oder sehr verwickelter Kriminalität. Denn wenn ich mich betrinke und in mein Bett lege, so ist das meine Sache und geht niemand was an. Wenn ich aber mein Bett vertrinke,
So ist das Sache von wem? Na, von wem, Schlingel? Ja! Ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Aber das ist der Punkt. Das ist ein Land wie eine Zwiebel. Nichts als Schalen oder wie ineinander gesteckte Schachteln. In der größten sind nichts als Schachteln und in der kleinsten ist gar nichts. Soll denn dieser Pack mein Grabstein werden? Sehen Sie, Prinz, ich werde philosophisch. Ein Bild des menschlichen Lebens. Ich schleppe diesen Pack mit wunden Füßen durch Frost und Sonnenbrand, weil ich abends ein reines Hemd anziehen will. Und wenn endlich der Abend kommt, so ist meine Stirn gefurcht, meine Wange hohl, mein Auge dunkel. Und ich habe gerade noch Zeit, mein Hemd anzuziehen. Als Totenhemd. Hätte ich nur nicht gescheiter getan, ich hätte mein Bündel vom Stecken genommen und es in der ersten besten Kneipe verkauft und hätte mich dafür betrunken und im Schatten geschlafen, bis es Abend geworden wäre und hätte nicht geschwitzt und mir keine Leichtdörner gelaufen. Und Prinz, jetzt kommt die Anwendung und die Praxis. Aus lauter Schamhaftigkeit wollen wir jetzt auch den inneren Menschen bekleiden. Und Rock und Hosen inwendig anziehen. Ei, du lieber Pack! Welch ein köstlicher Duft! Welche Weindüfte und Bratengerüche. Ei, ihr lieben Hosen, wie wurzelt ihr im Boden und grünt und blüht und die langen, schweren Trauben hängen mir in den Mund und der Most gärt unter der Kälte. Das muss ein bezauberter Tag sein. Die Sonne geht nicht unter. Und es ist so unendlich lang seit unserer Flucht. Nicht doch, meine Liebe. Die Blumen sind ja kaum welk, die ich zum Abschied brach, als wir aus dem Garten gingen. Ja, aber wo sollen wir ruhen? Wir sind noch auf gar nichts gestoßen. Ich sehe kein Kloster. Keinen Eremiten. Und keinen Schäfer. Wir haben alles wohl anders geträumt. Mit unseren Büchern. Hinter der Mauer unseres Gartens. Zwischen unseren Myrten und Oleandern.
Welt ist abscheulich. An einen irrenden Königssohn ist gar nicht zu denken. Oh, sie ist schön. Oh. Und so weit. Unendlich weit. Ich möchte immer so fort gehen. Tag und Nacht und Tag und Nacht und Tag und Nacht und Tag und Nacht und Tag und Nacht, Tag und Nacht. Ein roter Blumenschein spielt über die Wiesen. Und die fernen Berge liegen auf der Erde wie ruhende Wolken. Ach du mein Jesus, was wird man sagen? Und doch ist es so zart und weiblich. Es ist eine Entsagung. Es ist wie die Flucht der heiligen Ottilia. Aber wir müssen ein Obdach suchen. Es wird Abend. Ja, die Pflanzen legen ihre Fiederblättchen zum Schlaf zusammen. Und die Sonnenstrahlen wiegen sich an den Grashalmen wie müde Libellen. Komm. An ihrer Hose nicht ein köstliches Getränk? Laufen Ihnen Ihre Stiefel nicht mit der größten Leichtigkeit die Kehle hinunter? Siehst du, die alten Bäume, die Hecken, die Blumen, das alles hat seine Geschichten, seine lieblichen, heimlichen Geschichten. Siehst du die Greisen, freundlichen Gesichter unter den Reben an der Haustür, wie sie sitzen und sich bei den Händen halten und Angst haben, weil sie schon so alt sind und die Welt noch so jung ist. Ach, Valerio, ich bin noch so jung! Und die Welt ist schon so alt. Ich bekomme manchmal Angst um mich. Ich könnte mich in eine Ecke setzen und heiße Tränen weinen. Aus Mitleid mit mir. Ja.
Glocke, diese Taucherglocke, und senke dich in das Meer des Weines, dass es Perlen über dir schlägt. Sieh, wie die Elfen über dem Kelch der Weinblumen schweben, goldbeschuht, die Zimbeln schlagend. Komm, Valerio, wir müssen was treiben, was treiben! Wir wollen uns mit ernsthaften Gedanken abgeben. Wir wollen untersuchen, warum der Stuhl auf drei Beinen steht und nicht auf zwei. Wir wollen Ameisen zergliedern, Staubfäden zählen. Ich werde es doch noch zu irgendeiner fürstlichen Liebhaberei bringen. Ich werde nicht eher die Kinderrassel aus der Hand fallen lassen, bis ich Flocken lese und an der Decke zupfe. Ich habe noch eine gewisse Dosis Enthusiasmus zu verbrauchen. Aber wenn ich alles recht warm gekocht habe, dann brauche ich eine unendliche Zeit, um den Löffel zu finden, mit dem ich das Gericht esse. Und darüber steht's ab. Ergo, Ibamus. Diese Flasche ist keine Geliebte, keine Idee. Sie macht keine Geburtsschmerzen, wird nicht langweilig, nicht treulos. Sie bleibt eins vom ersten bis zum letzten Tropfen. Du brichst das Siegel und alle Träume, die in ihr schlummern, sprühen dir entgegen. Mein Gott, die Hälfte meines Lebens soll ein Gebet sein. Wenn mir nur ein Strohhalm beschert wird, auf dem ich reiten kann, wie auf einem prächtigen Ross. Bis ich selber auf dem Stroh liege. Welch unheimlicher Abend. Da unten ist alles still. Und da oben wechseln und ziehen die Wolken. Und der Sonnenschein kommt und geht wieder. Siehst du, was seltsame Gestalten sich dort jagen? Siehst du die langen weißen Schatten mit ihren entsetzlich mageren Beinen und den Fledermausschwingen? Und alles so rasch, so wirr. Und da unten regt sich kein Blatt, kein Halm. Die Erde hat sich ängstlich zusammengeschmiegt, wie ein Kind. Und über ihrer Wiege schreiten die Gespenster. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Mir ist ganz behaglich zumut. Die Sonne sieht aus wie ein Wirtshausschild und die feurigen Wolken darüber wie die Aufschrift Wirtshaus zur goldenen Sonne. Die Erde und das Wasser da unten sind wie ein Tisch, auf dem Wein verschüttet ist. Und wir liegen drauf wie Spielkarten, mit denen Gott und der Teufel aus Langeweile eine Partie machen. Und ihr seid ein Kartenkönig und ich bin ein Kartenbube. Es fehlt nur noch eine Dame, eine schöne Dame mit einem großen Lebkuchenherz auf der Brust und einer mächtigen Tulpe, worin die lange Nase sentimental versinkt. Und bei Gott, da ist sie. Ja. Es ist aber eigentlich keine Tulpe, sondern eine Prise Tabak. Und es ist eigentlich keine Nase, sondern ein Rüssel. Tschu! Warum schreiten Sie, Werteste, so eilig, dass man Ihre Weilandwaden bis zu Ihren respektablen Strumpfbändern sieht?
Und warum, Verehrtester, reißen Sie Ihr Maul so weit auf, dass Sie einem ein Loch in die Aussicht machen? Damit Sie, Geehrtester, sich die Nase am Horizont nicht blutig stoßen. Solch eine Nase ist wie der Turm auf Libanon, der gen Damaskum steht. Oh, meine Liebe, ist denn der Weg so lang? Oh. Jeder Weg ist lang. Das Picken der Totenuhr in unserer Brust ist langsam. Und jeder Tropfen Blut misst seine Zeit. Und unser Leben ist ein schleichend Fieber. Für müde Füße ist jeder Weg zu lang. Und müden Augen jedes Licht zu scharf. Und müden Lippen jeder Hauch zu schwer. Und müden Ohren jedes Wort. Valerio. Könnte ich nicht auch sagen, sollte nicht dies und ein Wald voll Federbüschen, nebst ein paar gepufften Rosen auf meinen Schuhen, ich habe es, glaube ich, ganz melancholisch gesagt. Gott sei Dank, dass ich anfange, mit der Melancholie niederzukommen. Die Luft ist nicht mehr so kalt und dünn. Und der Himmel senkt sich glühend dicht um mich und schwere Tropfen fallen. Oh, diese Stimme. Ist denn der Weg so lang? Es reden viele Stimmen über der Erde und man meint, sie reden von anderen Dingen, aber ich habe sie verstanden. Sie ruht auf mir, wie der Geist, der über den Wassern schwebte, ehe das Licht ward. Welch Gären in der Tiefe, welch Werden in mir, wie sich diese Stimme durch den Raum gießt. Ist denn der Weg so lang? Nein, der Weg zum Narrenhaus ist nicht so lang. Er ist leicht zu finden. Ich kenne alle Fußpfade, alle Vizinalwege und Chausseen dorthin. Ist denn der Weg so lang? Ich sehe ihn schon auf einer breiten Allee dahin. An einem eiskalten Wintertag, den Hut unter dem Arm, wie er sich in die langen Schatten unter die kahlen Bäume stellt und mit dem Schnupftuch fächelt. Er ist ein Narr. Denken Sie nicht an den Menschen. Er war so alt unter seinen blonden Locken. Den Frühling auf den Wangen und den Winter im Herzen. Das ist traurig. Der müde Leib findet sein Schlafkissen überall. Doch wenn der Geist müde ist, wo soll er ruhen? Es kommt mir ein entsetzlicher Gedanke. Ich glaube, es gibt Menschen, die unglücklich sind, unheilbar, bloß weil sie sind.
Wohin, mein Kind? Hinunter in den Garten. Aber, liebe Mutter. Du weißt, man hätte mich eigentlich in eine Scherbe setzen sollen. Ich brauche Tau und Nachtluft wie die Blumen. Hörst du? Die Harmonien des Abends. Wie die Grillen den Tag einsingen. Und die Nachtviolen ihn mit ihrem Duft einschläfern. Ich kann nicht im Zimmer bleiben, die Wände fallen auf mich. Das ist eine schöne Sache um die Natur. Sie wäre aber doch noch schöner, wenn es keine Schnaken gäbe. Die Wirtsbetten etwas reinlicher wären und die Totenuhren nicht so in den Wänden pickten. Drin schnarchen die Menschen und draußen quaken die Frösche. Drin pfeifen die Hausgrillen und draußen die Feldgrillen. Rasen. Dies ist ein rasender Entschluss. Oh. Oh. Oh Nacht. Balsamisch wie die erste, die auf das Paradies herabsank. Die Grasmücke hat im Traum gezwitschert. Die Nacht schläft tiefer. Ihre Wange wird bleicher. Und ihr Atem stiller. Oh. Der Mond ist wie ein schlafendes Kind. Die goldenen Locken sind ihm im Schlaf über das liebe Gesicht heruntergefallen. Oh, sein Schlaf ist tot. Wie der tote Engel auf seinem dunklen Kissen ruht. Und die Sterne gleich Kerzen um ihn brennen. Armes Kind. Es ist traurig, tot und so allein. Steh auf in deinem weißen Kleid. Und wandle hinter der Leiche durch die Nacht und sing ihr das Sterbelied. Wer spricht da? Ein Traum. Träume sind selig. So träume dich selig und lass mich dein seliger Traum sein. Der Tod ist der seligste Traum.
So lass mich dein Todesengel sein. Lass meine Lippen gleich seinen Schwingen auf deine Augen senken. Schöne Leiche. Du ruhst so lieblich auf dem schwarzen Bartuch der Nacht, dass die Natur das Leben hasst und sich in den Tod verliebt. Nein, lass mich! Zu viel. Zu viel. Mein ganzes Sein ist in diesem einen Augenblick. Jetzt stirb. Mehr ist unmöglich. Wie frisch atmend, Schönheit glänzend, ringt sich die Schöpfung aus dem Chaos mir entgegen. Die Erde ist eine Schale voll dunklem Gold. Wie flutet das Licht in ihr und hellauf perlen darüber die Sterne. Dieser eine Tropfen Seligkeit macht mich zum köstlichen Gefäß. Hinab! Heiliger Becher! Halt! Lass mich! Ich werde dich lassen, sobald sie gelassen sind, das Wasser zu lassen versprechen! Ach, du Dummkopf! Du Dummkopf! Ist denn eure Hoheit noch nicht über die Leutnantsromantik hinaus? Das Glas zum Fenster hinauszuwerfen, womit man die Gesundheit seiner Geliebten getrunken. Ich glaube, halbwegs. Du hast recht. Trösten Sie sich. Wenn Sie auch nicht heute Nacht unter dem Rasen schlafen, so schlafen Sie wenigstens darauf. Es wäre ein ebenso selbstmörderischer Versuch, in eins von den Betten gehen zu wollen. Man liegt auf dem Stroh wie ein Toter und wird von den Flöhen gestochen wie ein Lebendiger. Mensch, du hast mich eben um den schönsten Selbstmord gebracht. Ich werde in meinem ganzen Leben keinen so vorzüglichen Augenblick mehr dazu finden. Und das Wetter ist auch so vortrefflich. Jetzt bin ich schon aus der Stimmung. Der Himmel beschere mir einen recht gesunden, plumpen Schlaf. Amen. Und ich habe ein Menschenleben gerettet und werde mir mit meinem guten Gewissen heute Nacht den Leib warm halten. Wohlbekomm's, Valerio. Wohlbekomm's. Thank you.
Wie? Wie? Wat? 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 Wie wat? Wie wat? Lieber Herr Schulmeister. Wie halten sich Ihre Leute? Sie halten sich so gut in ihren Leiden, dass sie sich schon seit geraumer Zeit aneinander halten. Sie gießen brav Spiritus in sich hinein. Sonst könnten sie sich in der Hitze unmöglich so lange halten. Courage, ihr Leute! Streckt eure Tannenzweige gerade vor euch hin, damit man meint, ihr werdet ein Tannenwald. Eure Nasen, die Erdbeeren darin. Und eure hirschledernen Hosen. Der Mondschein. Und merkt euch, der Hinterste läuft immer wieder vor den Vordersten. Damit es so aussieht, als wärt ihr ins Quadrat erhoben. Schulmeister! Ihr steht mir vor der Nüchternheit. Verstehst du? Denn ich selber kann vor der Nüchternheit kaum noch stehen. Gebt acht, Leute. Im Programm. Im Programm steht, sämtliche Untertanen werden sich von freien Stücken reinlich gekleidet, wohlgenährt und mit zufriedenen Gesichtern längs der Landstraße aufstehen. Hä? Hä? Macht uns keine Schande! Seid standhaft! Kratzt euch nicht hinter den Ohren! Und schleift eure Nasen nicht, solange das hohe Paar vorbeifährt! Und zeigt die gehörige Rührung! Oder es werden irgendwelche Mittel gebraucht werden. Erkennt, was man für euch tut. Man hat euch gerade so gestellt, dass der Wind von der Küche über euch geht. Und ihr auch einmal in eurem Leben einen Braten riecht. Könnt ihr noch eure Lektion? Hm? Wie? Herr Landrat, Sie sehen, wie die Intelligenz im Stein ist. Bedenken Sie, es ist Latein. Wir geben aber auch heute Abend einen transparenten Ball vermittels der Löcher
in unseren Jacken und Hosen und schlagen uns mit unseren Fäusten Kokarden an die Köpfe. Wiebert! 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 Es ist ein Jammer. Alles geht zugrund. Die Braten schnurren ein, alle Glückwünsche stehen ab. Alle Vatermörder legen sich um wie melancholische Schweinsohren. Den Bauern wachsen die Nägel und der Bart wieder. Den Soldaten gehen die Locken auf. Von den 12 Unschuldigen ist keine, die nicht das horizontale Verhalten dem Senkrechten vorzöge. Sie sehen in ihren weißen Kleidchen aus wie erschöpfte Seidenhasen. Und der Hofpoet grunzt um sie herum wie ein bekümmertes Meerschweinchen. Die Herren Offiziere kommen um all ihre Haltung. Und die Hofdamen stehen da wie Gradierbäue. Das Salz kristallisiert an ihren Halsketten. Sie machen es sich wenigstens bequem. Hm? Man kann ihnen nicht nachsagen, dass sie auf den Schultern trügen. Wenn sie auch nicht offenherzig sind, so sind sie doch offen bis zum Herzen. Ja, sie sind gute Karten vom türkischen Reich. Man sieht die Dardanellen und das Marmormeer. Fort, ihr Schlingel! Da kommt Ihre Majestät! Also auch die Prinzessin ist verschwunden. Hat man doch keine Spur von unserem geliebten Erdprinzen? Sind meine Befehle befolgt? Werden die Grenzen beobachtet? Ja, Majestät, die Aussicht von diesem Saal gestattet uns die strengste Aufsicht. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Ein Hund, der seinen Herrn sucht, ist durch das Reich gelaufen. Ein Hund, der seinen Herrn sucht, ist durch das Reich gelaufen. Ein Hund, der seinen Herrn sucht, ist durch das Reich gelaufen. Und du? Und du? Es geht jemand auf der Nordgrenze spazieren, aber es ist nicht der Prinz. Es geht jemand auf der Nordgrenze spazieren, aber es ist nicht der Prinz. Es geht jemand auf der Nordgrenze spazieren, aber es ist nicht der Prinz. Und du? Und du? Sie verzeihen nichts. Sie verzeihen nichts. Sie verzeihen nichts. Sie verzeihen nichts. Nichts. Das ist sehr wenig. Und du? Und du? Es ist ebenso wenig. Thank you.
Seht ihr noch nichts? Seht ihr noch nichts? Seht ihr noch nichts? Aber. Aber. Staatsrat, habe ich nicht den Beschluss gefasst, dass meine königliche Majestät sich an diesem Tage freuen und dass an ihm die Hochzeit gefeiert werden sollte? War das nicht unser festester Entschluss? Ja, Eure Majestät, so ist es protokolliert und aufgezeichnet. Und würde ich mich nicht kompromittieren, wenn ich meinen Beschluss nicht ausführte? Wenn es anders für Eure Majestät möglich wäre, sich zu kompromittieren, so wäre dies ein Fall, worin sie sich kompromittieren könnte. Habe ich nicht mein königliches Wort gegeben? Ja, ich werde meinen Beschluss sogleich ins Werk setzen. Ich werde mich freuen. Oh, ich bin außerordentlich froh. Außerordentlich froh. Ich weiß mir vor Freude, nicht zu helfen. Ich werde meine Kameraden rote Röcke machen lassen. Ich werde einige Kadetten zu Leutnants machen. Ich werde meinen Untertanen erlauben. Aber. Die Hochzeit. Lautet die andere Hälfte des Beschlusses nicht, dass die Hochzeit gefeiert werden sollte? Ja, Eure Majestät. Ja, wenn aber der Prinz nicht kommt, die Prinzessin auch nicht. Ja, wenn der Prinz nicht kommt und die Prinzessin auch nicht, dann können sie ihn nicht heiraten. Ist der Schluss logisch? Wenn, dann. Richtig. Oh, mein Wort. Mein königliches Wort. Tröste Eure Majestät sich mit anderen Majestäten. Ein königliches Wort ist ein Ding. Ein Ding! Ein Ding! Ein Ding, das nichts. Ist.
Seht ihr noch nichts? Seht ihr noch nichts? Seht ihr noch nichts? Nichts. Eure Majestät, nichts. Gar nichts. Ich hatte beschlossen, mich so zu freuen. Gerade mit dem Glockenschlag 12 wollte ich anfangen und wollte mich freuen. Volle 12 Stunden. Ganz melancholisch. Alle Untertanen werden aufgefordert, die Gefühle seiner Majestät zu teilen. Denjenigen, welche kein Schnupftuch bei sich haben, ist das Weinen jedoch anstandeshalber untersagt. Sehen Sie hier, meine Herren und Damen, zwei Personen, beiderlei Geschlechts, ein Männchen und ein Weibchen, einen Herrn und eine Dame, nichts als Kunstmechanismus, nichts als Pappendeckel und Urfedern. Wer seid ihr? Weiß ich. Bin ich das? Oder das? Oder das? Oder das? Wahrhaftig, ich bekomme Angst, ich könnte mich so ganz auseinanderschälen und blättern. Aber etwas müsst ihr denn doch sein. Wenn Eure Majestät es so befehlen. Aber meine Herren, hängen Sie da die Spiegel herum und verstecken Sie Ihre blanken Knöpfe etwas. Und sehen Sie mich nicht so an, dass ich mich in Ihren Augen spiegeln muss. Oder ich weiß wahrhaftig nicht mehr, was ich eigentlich bin. Der Mensch bringt mich in Konfusion, zur Desperation. Ich bin in der größten Verwirrung. Aber eigentlich wollte ich einer hohen und geehrten Gesellschaft verkündigen, dass hiermit die zwei weltberühmten Automaten angekommen sind. Und
dass ich vielleicht der dritte und merkwürdigste von beiden bin? Wenn ich eigentlich selbst recht wüsste, wer ich wäre. Worüber man übrigens sich nicht wundern dürfte, da ich selbst gar nichts weiß von dem, was ich rede. Ja, nicht einmal weiß, dass ich es nicht weiß. So dass es höchstwahrscheinlich ist, dass man mich nur so reden lässt. Und das eigentlich nichts als Walzen und Windschläuche sind, die das alles sagen. Diese Personen sind so vollkommen gearbeitet, dass man sie von anderen Menschen gar nicht unterscheiden könnte, wenn man nicht wüsste, dass sie bloße Pappendeckel sind. Man könnte sie eigentlich zu Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft machen. Sie sind sehr moralisch, denn sie stehen auf den Glockenschlag auf, essen auf den Glockenschlag zu Mittag und gehen auf den Glockenschlag zu Bett. Sie haben ein feines sittliches Gefühl, denn die Dame hat gar kein Wort für den Begriff Beinkleider. Und dem Herrn ist es rein unmöglich, hinter einem Frauenzimmer eine Treppe hinauf und vor ihm hinunterzugehen. Sie sind sehr edel, denn sie sprechen Hochdeutsch. Sie sind sehr gebildet, denn die Dame singt alle neuen Opern. Wie ist mir eine Stimme doch erklungen tief in meinem Innern und hat mit einem Male verschlungen all mein Erinnern. Nun geben Sie Acht, meine Herren und Damen. Sie sind jetzt in einem interessanten Stadium. Der Mechanismus der Liebe fängt an, sich zu äußern. Der Herr hat der Dame schon einige Mal den Schal getragen. Die Dame hat schon einige Mal die Augen verdreht und den Himmel geblickt. Beide haben schon mehrmals geflüstert. Glaube, Liebe, Hoffnung. Beide sehen bereits ganz akkordiert aus. Es fehlt nur noch das winzige Wörtchen. Präsident, wenn man einen Menschen in Effigie hängen lässt, ist es nicht ebenso gut, als wenn er ordentlich gehängt würde? Verzeiht, meine Majestät, es ist noch viel besser, denn es geschieht ihm kein Leid dabei und er wird dennoch gehängt. Ah, jetzt hab ich's! Wir feiern die Hochzeit in Effigie! Das ist die Prinzessin! Das ist der Prinz! Ich werde meinen Beschluss durchsetzen! Ich werde mich freuen! Lass die Glocken läuten! Mach euch Glückwünsche zurecht! Hurtig! Ja, hochgehen! Fang an! Lass deine vermaledeiten Gesichter und fang an! Wohl auf! Langeweile hatte. Machen Sie es nur kurz, Mister! Geruht Eure Hoheit, Prinz Leos vom Reiche Popo! Und geruht Eure Hoheit, Prinzessin Lena vom Reiche Pippi! Und geruht Eure Hoheit, gegenseitig sich beiderseitig einander haben zu wollen! So sprechen Sie ein lautes und vernehmliches Ja! Ja. Ja. So sage ich Amen! Gut gemacht, kurz und bündig. So wäre denn das Fräulein und Männlein erschaffen. Und alle Tiere des Paradieses stehen um sie. Mein Sohn, ich bin verloren.
Ich bin betrogen! Wer ist die Person? Ich lasse alles für ungültig erklären! Ich glaube, das war die Flucht in das Paradies. Vivat! Vivat, vivat, vivat! Ich bin betrogen! Ich bin betrogen. Wozu? O Vorsehung. Ich muss lachen. Ich muss lachen. Eure Hoheiten sind wirklich durch den Zufall einander zugefallen. Ich hoffe, sie werden dem Zufall zu Gefallen aneinander finden. Dass meine alten Augen das noch sehen dürfen. Ein irrender Königssohn. Jetzt sterbe ich ruhig. Meine Kinder, ich bin gerührt. Ich weiß mir vor Rührung kaum zu helfen. Ich bin der glücklichste Mann. Ich lege aber auch hiermit feierlichst die Regierung in deine Hände, mein Sohn, und werde sogleich ungestört zu denken anfangen. Mein Sohn, du überlässest mir diese Weisen, damit sie mich in meinen Bemühungen unterstützen. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, meine Herren. Wir müssen denken, ungestört denken. Der Mensch hat mich vor ihm konfus gemacht. Ich muss mir wieder heraushelfen. Meine Lieben und Getreuen, meine Gemahlin und ich bedauern unendlich, dass Sie uns heute so lange zu Diensten gestanden sind. Ihre Stellung ist so traurig, dass wir Ihre Standhaftigkeit um keinen Preis länger auf die Probe stellen wollen. Gehen Sie jetzt nach Hause. Aber vergessen Sie Ihre Reden, Predigten und Verse nicht. Denn morgen fangen wir in aller Ruhe und Gemütlichkeit den Spaß noch einmal von vorne an. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und ich? Werde Staatsminister. Und es wird ein Dekret erlassen, dass wer sich Schwielen in die Hände schafft, unter Kuratel gestellt wird. Dass wer sich krank arbeitet, kriminalistisch strafbar ist. Dass jeder, der sich rühmt, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen,
für verrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich erklärt wird? Und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Macaroni, Melonen um Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber und eine kommode Religion. Nun, Lena, siehst du, wie wir die Taschen jetzt voll haben, voll Puppen und Spielzeug? Was wollen wir jetzt damit anfangen? Wollen wir ihnen Schnurrbärte machen und ihnen Säbel anhängen? Oder wollen wir ihnen Fräcke anziehen und sie infusorische Politik und Diplomatie treiben lassen und uns mit dem Mikroskop daneben setzen? Oder hast du Verlangen nach einer Drehorgel, auf der die milchweißen ästhetischen Spitzmäuse herumhuschen? Wollen wir ein Theater bauen? Aber ich weiß besser, was du willst. Wir lassen alle Uhren zerschlagen und alle Kalender verbieten. Und zählen die Stunden und Monde nur nach der Blumenuhr. Nach Blüte und Frucht. Und dann umstellen wir unser kleines Ländchen mit lauter Brennspiegeln, dass es keinen Winter mehr gibt. Und wir uns im Sommer bis Ischia und Capri hinauf destillieren. Und das ganze Jahr über zwischen Rosen und Veilchen, zwischen Orangen und Lorbeer stecken. Ich bin ich. Der Mensch ist die Substanz an sich. Der Mensch muss denken. Und ich muss für meine Untertanen denken, denn sie denken nicht. Sie denken nicht.